Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. Letztes Mal hat uns ja dieser böse, komische Doktor da, der da hier liegt, verfolgt mit seinem sexy Popo und so weiter. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Finden wir es doch heraus. Gehen wir mal nach unten. Da ist natürlich abgeschlossen. Natürlich. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich nach oben. Aber unten war doch Ausgang. Jetzt nicht gut. Das ist natürlich. Hä, auch abgeschlossen? Okay. Dann müssen wir hier doch gar nicht durch, anscheinend. Geh mal. Na, okay, da kann ich anscheinend nicht hoch. Abgeschlossen. Hä? Wo muss ich denn hin? Ah, ein Durchgang. Tut. Batterien eventuell hier. Nee, nur ein Stift. Okay, Stifte brauche ich jetzt erstmal nicht. Teamwork, Team Player Award. Patrick Petriner. Employee of Murkoff Corp, who best exemplifies the team concept. So, also, Glückwunsch. Glückwunsch, der Herr. Wieder dieses komische Zeug da. Speichert. Oh, wie, was passiert jetzt? Spiel speichert, das heißt, irgendwas ist. Pass. Da ist der komische Priestertyp. Ja. Eventuell mal Zähne putzen. Find draußen Vater Martin. Dann finden wir doch mal draußen Vater Martin. Ich glaube, ich weiß, welcher Teil jetzt ungefähr kommt. Oder? Eine Akte. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie diese sofortige Kündigung von Krankenpfleger Bla David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Okay. Hört sich jetzt nicht so toll an, für den. Okay, ist doch nicht der Teil, den ich gedacht habe. Welcher kommt aber? Der kommt dann auch eben. Ah, das ist der Teil, wo alles brennt. Ah, ist doch der, gehört mit zu dem Teil. Also den Teil, den ich meine, gehört mit zu dem Teil jetzt. Sachen. Aber das findet ihr schon irgendwann heraus. Ja, da müsste ich eventuell drüber lang. Und du hast das angezündet. Sprinkleranlage. Let it burn. Ah, alles klar, werde ich tun. Ihr müsst dann auch, glaube ich, gleich wieder Fetti kommen. Also. Der uns verfolgt und die ganze Scheiße. Fettmann halt. So. Ja, das ist der Teil. Der ist ein bisschen. Naja. Das heißt, die zwei Ventile. Wo finde ich die? Gibt es ja auch irgendwie so eine wunderschöne Karte oder so. Ja, Laundry. Fettmann. Ja, der kommt. Ja, Fettmann, ich hab's gewusst.
Dass der so langsam ist, ey. Aber wenn er uns sieht, dann ist er schnell wie sonst wer. Ist er schnell wie Sonic. Okay, geht wieder zurück. Perfekt. Los, geh weiter. Guter Mann. Nein, nicht wieder da rein. Och, ich mag den nicht. Ja, Fetti, ich bin hier. Wir müssen irgendwie an Fetti vorbei. Das ist kacke. Da hier geht's nicht rein. Geh mir aus dem Weg, Fettmann. Fettmann! Hilfe! Ist er wieder gegangen? Versucht er gar nicht durch die Tür zu kommen? Oder kommt er jetzt? Moment. Ja. Der kann anscheinend die Türgriffe benutzen. Oder seine Ketten sind einfach nur extrem laut. Keine Ahnung. Jetzt auf einmal! Jetzt auf einmal kommt. Spiel. Ernsthaft. Oh oh. Batman, geh wieder ab. Ich habe hier ein Let's Play aufzunehmen. Du vergeudest wertvolle Zeit. Tut mir leid, aber ich kann nichts machen, wenn der Typ immer noch im Raum ist. Ich könnte zwar schon machen, aber es ist wieder ein bisschen hektisch und ich möchte hier eigentlich mich erstmal ein bisschen umschauen. Ich glaube, er ist weg. So, hier irgendwas. Irgendwas Nützliches oder so. Ja, sieht nicht so aus. Shit. Wo ist Fettmann? Fettmann ist da. Hat er uns gesehen? Ich weiß gar nicht wohin. Laundry, okay. Na, er hat uns gesehen, natürlich hat er uns gesehen. Fuck! Ach, kack, ernsthaft. Schnell sein. Das entzieht uns Fettmann. Oh, perfekt. Schleichen wir noch ein bisschen. Gut. Hier müssen wir. Müssen wir hier was machen? Ja, da. Versucht er durch die Tür zu kommen.
höre ihn jetzt auch nicht. Ah, jetzt höre ich ihn wieder. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Ja, guck da hinten rein. So, Moment. Gut! Er guckt rein. Die Tür ist natürlich kaputt, ne? LOL! Fettmann! Du kommst hier nicht rein. Ist, ja, ich komm. Ah! Bart. Da lebt natürlich auch noch einer. Eierpopeia! Eierpopeia, sagte. Eierpopeia. Ja, ich komme auch noch dran. Nein, danke! So, Fettmann, wo bist du? Ist eigentlich nur noch jetzt zurücklaufen. Falscher Raum. Aber das ist auch gut. Weil so kann ich... Ernsthaft? Bist du behindert? Die andere Tür war offen? Jetzt geh halt drüber. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich glaube da lang. Ja. So, jetzt erstmal verstecken. Nicht in diese Richtung gehen. Okay, die Richtung ist okay. Oder wieder zurück. Ja, perfekt. Dann wechsle ich mal meine Batterien. Dann drücken wir einfach nur noch auf diesen kleinen Knopf da. Rennen zurück. Und dann... ich hoffe, die Kamera ist jetzt nicht so hier, nicht unbedingt wasserundicht. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich komplett woanders. Wollte ich eigentlich gar nicht hin. Okay, da geht's da lang. Da hier geht's dann zurück. Cafeteria, ah, genau. So, tut mir leid, Typ, eventuell, der eventuell noch da ist. Ich habe das Wasser ausschalten müssen, sonst komme ich nicht weiter. Und außerdem, das Spiel hat gesagt, ich soll das machen. Also, ja. Pech für dich. Ja, das war der, glaube ich. War das der? Keine Ahnung, der hat ein bisschen Angst anscheinend. Da ist noch eine Cola. Ein Cola-Drink. Sonst irgendwie was Wichtiges hier. Sieht nicht so aus. Machen wir es sicher, als haben wir mal die Türen hier. Ja, die eine Tür von einem zweitürweiten Durchgang zu. Bei Fetti hat es zumindest geklappt. Das muss ich aber sagen. Bei Fetti hat es zumindest geklappt. So, okay, ich habe noch ein paar Minuten. Sonderprojekte Bluebird. Erstens allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Was ist mit 2? Und warum ist das eine römische 1 und da 3, 7, 8? Keine Ahnung. Können wir durch Post-Hack-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Okay.
Kacke. Da fällt mir so halbwegs eine Frage für die Kommentare ein. Was... da ist jemand... Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Vater, der Vater ist... Ach, ich sehe nichts. Schön. Okay. Da hier rein. Hier was. Ah, ein Schlüssel. Für den Wartungsschuppen. Okay. Und eine Batterie. Frage für die Kommentare. Oh, der ist tot. Was haltet ihr von Hypnose? Und wurdet ihr eventuell schon mal hypnotisiert? Wenn ja, oder habt ihr mitbekommen, wie jemand hypnotisiert wurde? Wenn ja, wie war das? Was ist da so passiert? Und so weiter. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr Lust habt und so weiter. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leben größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht eine Hilfe eines, braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Das hat, glaube ich, der Vater geschrieben. How alive are you? Wenn ich das wüsste. Okay, hier kann ich nicht durch. Kann ich überhaupt irgendwie was machen? Anscheinend nicht. Oh, da fliegen Leute. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Was ist denn los, Jung? Angst vor ein bisschen Regen oder was? Ist hier irgendwie irgendwas? Ah! Nein! Das ist ein böser Mann, der uns verfolgt. Das ist nicht gut. Nicht gut und nicht sehr nett. Gut, da ist eine Leiter. Wer war das denn? Ein böses, böses, spooky Skeleton. Ein spooky, spooky Skeleton. Das auch noch fliegen kann. Spring! Ja, gut, gut gemacht. Guter Junge. Ein spooky Skeleton war das. So, wieder an der Hauswand ein bisschen. Können wir eventuell ein bisschen Batterie sparen. Ja, gut, so. Hui! Wieder ein bisschen Parkour machen. Na? So, da ist da jemand? Ja. Na, da, da. Jemand Totes. So, uns verfolgt niemand. Nutzen wir einfach mal die komplette Batterien aus. So, wo muss ich hin? Dadurch. So, nachladen. Bisschen laggy gerade, aber. So, ein bisschen können wir spielen. Ja, das ist richtig. Abgeschlossen. Sein Geist. Keine Batterien. Mal kurz geschaut. Ja, mache ich. Ist hier eigentlich irgendwas, was ich machen kann? Oder... Ah, hier. Was? Nein!
Ernsthaft? Muss der hier sein? Okay, dann kann ich anscheinend. Na! Ah! Nett in meine Richtung laufen, Fettmann. Das ist nicht sehr nett. Auf, auf! Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich hoffe, ich bin richtig. Meine Güte! Manchmal frage ich mich, wie der genau immer dahin kommt, wo ich bin. Ein Sack ist es. Dann muss ich da hier runter? Das sieht fast so aus. Upp. Au. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch? Muss nicht sein. Na! Fettmann, warum ist... Die Tür war doch zu! Gut, der läuft da rum, dann laufen wir so rum und dann laufen wir da lang und dann hoffe ich mal, da geht's rein. Ja, können wir gut durch und fertig. So, Fettmann, tut mir leid. Finde Vater Martin in der Frauenstation. Okay, gut. Es hat auch, glaube ich, gespeichert. Jetzt kann die Musik bitte aufhören zu spielen. Ich möchte hier die Folge gerne beenden. Dankeschön. Gut. Wieder sehr produktiv. Ich bin sehr froh, dass ich da relativ gut durchkomme durch Outlast. Das erstaunt mich ein bisschen. Obwohl ich das Spiel halt wirklich nur ein einziges Mal gespielt habe. Also vor diesem Let's Play jetzt. Und das ist auch schon ein paar Monate her. Also ich bin froh, dass es so schnell durchgeht, wie es jetzt durchgeht eben. Ja, gut. Also, die Frage, Frage für die Kommentare, wie vorhin gestellt. Hypnose. Was haltet ihr von Hypnose? Wurdet ihr selbst schon mal hypnotisiert? Oder wart ihr dabei, als jemand hypnotisiert wurde? Und wenn ja, wie ist es so abgelaufen? Was ist passiert? Und ja. Und warum wurdet ihr oder derjenige sozusagen hypnotisiert? Ich meine, es gibt einerseits dieses Unterhaltungshypnose von halt diesen Entertainern, wo dann die hypnotisierten Leute halt irgendwie peinliche oder sonstige Sachen machen sollen unter Hypnose. Und dann gibt es ja auch noch Hypnose als Therapie, zur Therapie einfach. Also Hypnose, die als Therapie dient, Therapiemittel mit unter anderen Sachen. Falls ihr da irgendwie was erzählen möchtet, halt wirklich nur, falls ihr möchtet und so weiter, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn, oder würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, falls da jemand schon Erfahrungen mitgemacht hat, weil ich habe da noch absolut war noch bei keiner Hypnose dabei, und wurde auch selbst noch nicht hypnotisiert, obwohl ich das auch wirklich sehr gerne mal machen würde. Und so weiter. Aber ja, vielleicht irgendwann mal. Dann kann ich ja selbst mal von diesem Erlebnis berichten. Werde ich auf jeden Fall machen, sollte es irgendwann mal dazu kommen. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hoffe, das Let's Play gefällt euch bisher. Und ja, gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.